Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Sie müssen eine Angst nicht haben, dass Sie jetzt eine halbe Stunde nur zum Thema Suizid hören und dann das ganze Essen überbleibt. Also diese Angst sollten Sie nicht haben, aber ein bisschen wird das Thema eine Rolle spielen. Wir haben unser Projekt, das wir in Salzburg gemacht haben, über den Berg genannt. Und ich glaube, alle, die Sie hier sitzen, wissen, wie oft, auch im metaphorischen Sinn, dieses über den Berg gebraucht wird. Oder zum Beispiel, dass Berge auf Arbeit, von Arbeit auf uns warten. Es geht bergauf einmal im Leben, dann geht es wieder bergab. Aus der Medizin gibt es einen ganz interessanten Bezugspunkt, nämlich wenn die Höhepunkt, die Stärke der Krise erreicht ist, dann sagen Mediziner nicht selten, also ich glaube, jetzt ist der Patient langsam über den Berg. Das heißt, es wird besser. Wer höher steigt, sieht weiter. Ein Zitat von Reinhard Karl, dem berühmten Kletterer, der leider früh gestorben ist, geht auch in diese Richtung. Wir sehen nicht nur weiter in die Landschaft, wenn wir höher steigen, sondern es ist auch eine Möglichkeit, im eigenen Leben, in unserer eigenen Biografie besser und mehr zu sehen. Unser Leben geht von Gesundheit, je jünger die Menschen sind, desto gesünder sind sie und je älter man wird, desto mehr ist das Risiko, dass man die eine oder andere Erkrankung ausfasst, aber auch gesunde Menschen durchleben Krisen. Es sitzt hier wahrscheinlich kein einziger Mensch, wenn es so ist, dann gratuliere ich herzlich, der noch nicht eine mehr oder weniger schwere Krise in seinem Leben durchlebt hat und das kann eine ganz, ganz schwierige Zeit sein. Der viel gebrauchte Begriff von der Burnout-Entwicklung, der beschäftigt uns ja alle und am gefährdetsten sind sehr, sehr fleißige Menschen, Menschen, die extrem viel geben möchten und die sich dann oft über viele Jahre überfordern und aus dieser Burnout-Entwicklung, aus diesem sehr populären Begriff, irgendwann einmal ganz einfach eine körperliche oder psychische Erkrankung wird. Und manche Menschen haben das Pech, überhaupt an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Und eine der gängigsten und meist betrachteten Erkrankungen ist zum Beispiel die Depression, deren Eigenart es auch ist, in immer wieder phasenhaft aufzutreten. Was setzen wir diesem Weg durch das Leben entgegen? Wir sprechen sehr viel über Gesundheitsförderung. Auch unsere Moderatorin ist in der Gesundheitsförderung tätig und weiß, wie schwierig das sein kann, nämlich wie gelingt es uns für Gesundheitsförderung nicht nur Gesunde zu erreichen, die ohnehin schon sehr aktiv sind, sondern auch Menschen zu erreichen, die so den einen oder anderen Risikofaktor in sich tragen, ohne es vielleicht noch zu wissen, aber wenn Sie jetzt an die großen Erkrankungsgruppen denken, wie Herz-Kreislauf, Blutdruck, psychische Gesundheit etc., so wird es in Familien auch zu einem gewissen Grad weitergegeben. Und wenn man das Risiko in Richtung einer Erkrankung hat, dann könnte man sehr viel gesundheitsfördernd entgegensetzen. Der nächste Bereich ist dann schon die Prävention, wenn man mal die primäre Prävention weglässt, da geht es jetzt schon um Menschen, die wissen, dass sie den einen oder anderen Risikofaktor haben. Und auch hier ist die Bewegung, und das wissen wir seit ewig langer Zeit, ein ganz entscheidender Faktor und vor allem auch die Bewegung in der Natur. Und ein eigener Bereich, über den wir Ärzte natürlich unsere ganze Berufslaufbahn lang am liebsten reden, ist die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen, in diesem Fall von psychischen Erkrankungen. Da gibt es genauso wie
in der Organmedizin Leitlinien, es gibt Behandlungsrichtlinien. In der Psychiatrie arbeiten wir sehr viel nicht nur mit Psychopharmaka, also mit Medikamenten, die unsere psychischen Zustände beeinflussen können, sondern auch mit der Psychotherapie. Sehr wenig arbeiten wir mit diesem großen Schatz eigentlich der Bewegung in der Natur. Wir sehen zwar, dass unsere Patienten, die wir in der Klinik behandeln, dass die extrem ungesund leben. Ja. Die meisten rauchen, sehr viele sind übergewichtig und natürlich im Rahmen der Zuspitzung einer psychischen Erkrankung gehört es fast dazu, dass sich diese Menschen praktisch nicht bewegen. Ja. Und sie sind natürlich sehr schwer zu motivieren, in Bewegung zu kommen. Und was ich versuchen werde, in dieser Zeit, die ich jetzt habe, Ihnen verständlich zu machen, dass wir diesen therapeutischen Ansatz, und da bin ich ganz überzeugt davon, dass es ein therapeutischer Ansatz ist, dass wir den eigentlich viel, viel zu wenig verwenden. Die Studien, und ich habe Ihnen jetzt nur ein paar wesentliche herausgesucht, sprechen eine ziemlich klare Sprache. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur das Thema Bewegung und Depression betrachten. Hier gibt es zahllose Studien zum Beispiel, dass Bewegung in der Natur ähnlich effektiv ist wie die Behandlung mit Antidepressiva. Ja. Wäre ich jetzt auf einem medizinischen Kongress, würde eine gewisse Unruhe schon entstehen, weil mir wahrscheinlich angelastet würde, ich bin gegen die Pharmaindustrie. Das ist nicht so. Wir sind froh, dass wir die Medikamente, die wir heute für die Behandlung von psychischen Erkrankungen zur Verfügung haben, dass die immer besser verträglich sind, immer wirksamer werden. Aber es ist eben nur die eine Seite der Medaille. Es gibt auch Vergleichsstudien, wo Bewegung in der Natur mit Psychotherapie verglichen wird, in diesem Fall mit der kognitiven Verhaltenstherapie, und man sieht ganz, ganz ähnliche Effekte. So war zum Beispiel auch eine Bewegungsgruppe einer sogenannten Health Education Talk Gruppe, also einer Gruppenpsychotherapie, wenn Sie so wollen, durchaus ebenbürtig. Unsere Kollegen von den Sportwissenschaften wissen sehr genau Bescheid darüber, dass es auch hier eine Dosis-Wirkungsbeziehung gibt. Ja. Das heißt, dass man versucht, und das ist heute schon angeklungen, die körperliche Belastung bei der Bewegung in der Natur so zu gestalten, dass man in diesem Fall Patienten für diese Maßnahme gewinnen kann. Ja, und das gelingt natürlich nicht, wenn Sie schon bei der ersten Wanderung fix und fertig sind und sagen, das geht nicht. und praktisch der Beweis erbracht wird, dass das keine Möglichkeit ist. Also in diesem Bereich ist es sehr, sehr wichtig, den individuell richtigen Belastungsfaktor zu finden. Die stimmungsaufhellende Wirkung der Bewegung in der Natur bei Depressionen ist teilweise sehr gut belegt. Ein bisschen problematisch ist es dann oft mit den Effektstärken, aber das gilt letztlich für jede Studie. Also die Wirkung ist ähnlich wie bei psychotherapeutischer oder medikamentösen Intervention. Die neurobiologischen Effekte sind mannigfaltig. Ja. Wir finden durch die Bewegung eine Verbesserung der neuronalen Plastizität. Es sind mit den heutigen bildgebenden Verfahren viele Veränderungen, positive Veränderungen auch darstellbar. Wir wissen, dass Bewegung die zerebrale Gefäßneubildung sehr günstig gestaltet, und in der Pausendiskussion war schon einmal ein Thema, dass Bewegung auch ziemlich schlagartig zu einer Erhöhung des sogenannten Brain-Derived
Neurotrophic Factors führt, dieses BDNF, das ist ein ganz ein wichtiger Teil in der Neurogenese. Bewegung wirkt auch auf das Serotoninsystem, von dem Sie wissen, dass es sehr viel mit Stimmung, mit Angst zu tun hat und führt hier auch zu einer Erhöhung eines Metaboliten im Serotoninstoffwechsel, der für die Suizidalität, für die Suizidgefährdung sehr wichtig ist. Und das sind gar nicht jetzt ganz neue Studien, sondern die sind teilweise 20 Jahre und älter und haben aber bis heute nicht dazu geführt, dass man hier wirklich in ein Umdenken kommt. Ich habe mir heute in der Früh aus dem Tagungsband dieses Foto herauskopiert. Das ist praktisch das Einleitungsfoto für meinen Beitrag. Und ich habe mir gedacht, was mögen Sie sich bei dem Thema, über das ich spreche, wohl bei diesem Foto denken? Da steht einer. Und ich gehe ganz naiv an die Sache heran und denke mir, naja, der ist offensichtlich schwindelfrei, dem gefällt es dort, wo er gerade ist. Also mir fallen sehr, sehr viele Dinge ein, bevor mir einfällt, der könnte da vielleicht hinunterspringen. Ja? Und vielleicht geben Sie mir eine Rückmeldung in der Diskussion, wie es Ihnen da bei diesem Thema geht, im Zusammenhang mit dem Thema Suizid. Das überspringen wir jetzt. Und dieses Foto war eigentlich Einleitung für einen ganz wesentlichen Punkt in unseren Überlegungen, wie wir psychisch kranke Menschen dazu motivieren können, in die Berge zu gehen, sich ein bisschen zu belasten, aber auch die Natur zu erleben. Der Reinhold Messner hat mich nicht nur, weil wir den gleichen Vornamen haben, vor Jahren einmal eingeladen zu einem Gespräch über das Thema Alpen und Suizid. Es war diese dreiteilige Filmserie im ARD und in vielen europäischen Sendern. Und dieses Gespräch fand auf dem Gipfel des Hohen Sonnblick statt. Und da sind wir in aller Früh mit der Materialseilbahn hinaufgefahren. Und mit dieser Materialseilbahn wollte ich immer schon fahren. Das ist ein Jugendtraum von mir, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich mal ausprobieren, ob ich mir das traue. Und das ist wirklich eine der wildesten Materialseilbahnen. Und ich kann mich erinnern, der Reinhold Messner hat den Chef der Bahn herunten gefragt, wie alt ist denn diese Kiste? Worauf der gesagt hat, ganz begeistert, Herr Messner, die ist noch original aus den 50er Jahren. Worauf der Messner gesagt hat, naja, abstürzen tun eh nur die 100er Gondeln. Und so sind wir dann hinaufgefahren. Und das war inhaltlich total interessant. Erstens einmal ist der Reinhold Messner, manche von Ihnen werden es sicher kennen, ein eher zurückhaltender und würde sagen, verschlossener Mensch, ja, der aber extrem belesen ist, auch zum Thema Suizid. Und er hat das Gespräch so gestartet, dass er gesagt hat, er kennt viele Extrembergsteiger, die sich das Leben genommen haben, aber keiner am Berg, sondern alle zu Hause. Ja. Darum, wenn ich da kurz zurückgehe zu diesem Foto, komme ich bei diesem wahrscheinlich jungen Menschen überhaupt nicht auf die Idee, der könnte sich da hinunterstürzen, weil der ist wahrscheinlich nicht mit der Materialseilbahn raufgefahren, sondern hinaufgegangen, weil auf dem Weg hinauf einfach die Stimmung, die Weltsicht, das Sinnerleben sich verändert. Und so sind der Reinhold Messner und ich in dieses Gespräch gekommen. Ich habe ihm gesagt, ja, Herr Messner, überrascht mich überhaupt nicht, weil in Salzburg gibt es, ich weiß nicht, wie viele Stellen auf den Bergen, wo man sich wunderbar hinunterstürzen kann. Und ich habe das eine Zeit lang meiner Frau, wenn wir wandern waren, gesagt, mach, schau dir das an. Wenn das jemand weiß, diese Stelle. Ja. Und ihr ist es dann mit der Zeit schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Und ich habe es dann irgendwann einmal eingestellt. Ja. Aber das hat bei mir auch zu dieser Überzeugung geführt. Und
wir sind hellhörig geworden, haben mit vielen Patienten gesprochen und einer, der extrem suizidgefährdet war, der hat zum Beispiel erzählt, wenn diese Ausweglosigkeit auftaucht und diese Hoffnung, die man fürs Weiterleben in einer schwierigen Situation braucht, völlig erloschen ist, dann geht er auf einen bestimmten Berg. Da ist völlig egal, ob er am Gipfel ganz hinaufgeht oder ein Stück. Und aus der Erfahrung weiß er, dann wird es leichter. Und dann sitzt er eine Zeit lang und versucht nachzudenken, wie es weitergeht. Es fällt ihm zwar nicht viel ein dazu, aber er ist sicher, ich lebe jetzt zumindest wieder eine Zeit weiter. Und wenn er hinuntergeht, kommt er in dieselbe Lebenssituation, aus der er gekommen ist, und es geht aber wieder eine Zeit lang. Und solche Beiträge von Patienten, die haben wir dann immer ernster genommen, und das war dann die Grundlage eigentlich, dass wir gesagt haben, jetzt planen wir einfach einmal eine Studie, wo wir uns das wissenschaftlich genau anschauen. Der Reinhold Messner war sofort begeistert, hat mich dann einmal noch eingeladen und nach Sigmundsgrün, wo wir dann ein längeres Gespräch geführt haben, und hat natürlich gesagt, lassen Sie sich das sofort patentieren. Also er ist auch ein Geschäftsmann, an das hätte ich wieder nicht gedacht. Ich glaube, sowas kann man auch nicht patentieren. Da geben Sie mir recht, Herr Präsident, oder? Bergwandern kann man nicht patentieren. Okay, dann sind wir es angegangen und ich muss Ihnen ehrlich sagen, viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich der Psychiatrie haben gesagt, jetzt hat es den Vatercheck endgültig erwischt. Das war teilweise sogar ziemlich feindselig, ja, weil sie gesagt haben, sag einmal, was denkst du dir da eigentlich mit diesen Patienten, ja, die man nicht einmal aus dem Bett kriegt und die dann im Vier-Augen-Setting da sitzen und nach 5 Minuten ist ausgerät, ja, mit denen willst du am Berg gehen, also geht's noch. Ja. Und wir haben uns aber nicht beirren lassen und sind dann diese Studie angegangen. Und zwar sind ja die Behandlungsziele bei Menschen mit suizidalen Einengungen, dass man irgendwie es schafft, die Hoffnungslosigkeit und die Suizidgedanken möglichst wegzubringen. Und der gefährlichste Risikofaktor in Richtung Suizid ist ganz einfach die Hoffnungslosigkeit, weil ein Mensch, der noch einen Funken Hoffnung hat, und den versuchen wir dann immer gemeinsam zu suchen, der kann sich nicht das Leben nehmen. Ja? Erst wenn die Hoffnung erloschen ist, ist der Weg frei zum Suizid und dann kann es relativ schnell gehen. Drum war auch die Hoffnungslosigkeit unsere primäre Zielgröße, wo wir gesagt haben, da möchte man schauen, ob sich durch diese Intervention was verändert. Ja, und dann sind wir hergegangen und haben aus unserer Forschungsdatenbank 160 Patienten ausgewählt, die schon mindestens einen Suizidversuch hinter sich hatten. Und die haben wir eingeladen zu einer oder zwei Informationsveranstaltungen, haben ihnen diese Studie vorgestellt und es waren sehr, sehr viele interessiert. Wir haben aber nur relativ wenig in die Studie einschließen können, weil wir natürlich die Hoffnungslosigkeit kann man messen, ja, mit der Beck-Skala für Hoffnungslosigkeit. Das klingt ein bisschen komisch, aber die gibt es wirklich. Und die Patienten mussten einen bestimmten Eingangsscore an Hoffnungslosigkeit erfüllen. Und das ist auch eine gute Nachricht, dass viele diesen Eingangskurs nicht erreicht haben. Aber es waren dann letztlich doch 20, mit denen wir dann die Studie gestartet haben. Das Design war so, wie man es bei solchen Fragestellungen gerne macht. Es gibt eine Wandergruppe und das waren die Hälfte dieser Patienten, also 10.
Und in dieser Zeit, dieser neunwöchigen Wanderphase, war die zweiten 10 Patienten eine sogenannte Wartekontrollgruppe, ja, weil man eben eine Kontrollgruppe braucht. Und nach den ersten 9 Wochen, jetzt gehe ich da zu Ihnen herüber, wurde aus der Wandergruppe die Kontrollgruppe und aus der Kontrollgruppe, die haben dann gestartet mit dieser 9-wöchigen Wanderphase. Das ist methodisch ziemlich aufwendig. Da gibt es auch Diskussionspunkte, die ich jetzt nicht vorwegnehme, aber ich gehe davon aus, dass ein paar äußerst erfahrene Methodiker da sind, die sagen, naja, eignet sich das schon für ein Crossover-Design. Ich freue mich natürlich, wenn die nicht da sitzen würden. Gut. Ja, also das Mindestalter war 18 Jahre, mindestens ein Suizidversuch, die Skala für Hoffnungslosigkeit, Summenscore von mehr als 26, ein Wohnort zu, irgendwie in der Nähe der Stadt Salzburg und als Ausschlusskriterien eine koronare Herzerkrankung, kognitive Beeinträchtigung und nicht ausreichende Deutschkenntnisse. Ja, die primäre Zielgröße habe ich Ihnen schon gesagt, die Hoffnungslosigkeit. Und weiters haben wir natürlich auch die Depressivität gemessen, die Suizidgedanken und diese Trainingskapazität, die angegeben ist in Watt pro Kilogramm. Dann haben wir x andere Skalen noch hergenommen, mit denen ich Sie jetzt nicht belasten möchte. Und dann im Sinne eines qualitativen Ansatzes haben die Patienten jeden Tag am Abend einen 30 oder 35 Item-Fragebogen ausgefüllt, wo es jetzt nicht nur um Risikofaktoren gegangen ist, sondern auch um schützende Faktoren. Und das wurde internetbasiert gespeichert. Und so konnten wir dann individuell bei jedem Patienten schauen, welche Items haben sich in diesem neunwöchigen Wanderverlauf positiv verändert. Da zeige ich Ihnen dann noch ein Beispiel. Ja, es ist um ein Ausdauertraining gegangen, wo wir sehr genau geschaut haben. Und diesen Teil hat der Josef Sturm übernommen, der im Rahmen eines Dissertationsprojektes diese Studie durchgeführt hat und der einen Master in Sportwissenschaft hat und an der PMU in Salzburg eben ein DIS-Projekt dann umgesetzt hat, wo es darum gegangen ist. Der ist auch bei den ganzen Wanderungen dabei gewesen, was mir leider nicht möglich war. Es gab 3 Wandertermine pro Woche, 2 mussten absolviert werden und die meisten haben aber 3 absolviert. Ja. Treffpunkt war die in der Klinik, wenn jemand auf dem Weg zur Wanderung seinen Wohnort gehabt hat, dann wurde er mitgenommen. Wir haben darauf geschaut, dass wir möglichst wenig Gruppeneffekte haben und haben die Patienten instruiert, dass jeder möglichst für sich gehen soll und das klingt jetzt auch ein bisschen eigenartig, sprechen miteinander nicht erwünscht war. Ja, also es hat jeder sein Tempo finden sollen. Es waren auch die Anzahl der Begleiter so, dass die langsameren, das waren meistens die Übergewichtigen, eine Begleitung hatten und der andere Teil schneller gegangen ist. Und wir haben sie zu Beginn der Studie instruiert, was man mit den Sinnen, die man hat, in der Natur sehen, fühlen, hören kann. Das war die einzige Instruktion. Es wurden keine Gruppen durchgeführt, es wurde nicht nachbesprochen und, und. Damit haben wir versucht, eben diese Effekte aus dem Spiel zu lassen. Und die Intensität waren eben 70-85% der maximalen Herzfrequenz. Und die Wanderungen hatten so zwischen 300 und 500 Höhenmetern und in Abhängigkeit davon eben auch die Dauer. Die Methodik, die überspringe ich jetzt, da haben Sie heute schon auch dazu was gehört, aber wenn es in der Diskussion notwendig ist, dann kann ich das noch einmal bringen. Die Gruppen haben sich nicht unterschieden, also das sind jetzt dieser
methodische Teil. Es war kein Unterschied hinsichtlich Alter, Gewicht, Body-Mass-Index, Hoffnungslosigkeit, Depressivität und. Und damit komme ich zu den Ergebnissen. Da fange ich jetzt auf dieser Seite an. Das ist nicht gleich verständlich. In dieser Abbildung, also in der links oben Abbildung, sehen Sie das primäre Kriterium, nämlich der Hoffnungslosigkeit. BHS ist die Skala für Hoffnungslosigkeit, die zu Beginn wesentlich höher war und in dieser neunwöchigen Wanderphase sich signifikant gebessert hat, während in der Kontrollgruppe die Hoffnungslosigkeit sogar noch ein bisschen zugenommen hat. Im links unten sehen Sie die Werte für die Depressivität, die sich auch sehr deutlich gebessert hat, im Gegensatz zur Kontrollgruppe. Und in dieser Grafik hier in der letzten Zeile sehen Sie als Beispiel von diesem synergetischen Navigationssystem, diese täglich ausgefüllten Fragebögen, dass zum Beispiel bei dem Item "Heute war ich voller Hoffnung" 0 oder eben mit Hoffnung in dieser neunwöchigen Phase bei diesem einen Patienten die Hoffnungslosigkeit wesentlich weniger ausgeprägt war. Und dann schließlich noch die Ergebnisse hier links oben wieder die Skala für Suizidgedanken. Auch die Suizidgedanken sind deutlich zurückgegangen und wie zu erwarten ist natürlich auch die Kondition, sage ich jetzt einmal ganz leinhaft, in dieser neunwöchigen Wanderphase deutlich besser geworden. Und hier wieder als Beispiel zu dem Item, heute war, was heißt das? Mein Wunsch zu leben war heute 0 oder 100. Ja, bei diesem einen Patienten wieder sehr schön sichtbar, wie sich das in der Wanderphase zum Positiven hin geändert hat. Und das sind dann auch noch Beispiele, zum Beispiel heute, mein Selbstwertgefühl war heute ausgeprägt. Auch hier sehen Sie in der oberen Kurve eine positive Stabilisierung. Ja, hier einige Impressionen. Es wurde bei jedem Wetter gegangen. Nur einmal musste abgesagt werden wegen einer Sturmwarnung und da mussten wir vorsichtig sein. Es gab natürlich schon ein paar kritische Situationen, zum Beispiel bei der ersten Wanderung ist mir berichtet worden, hat eine Patientin gesagt, ich bin von da und ich weiß da eine gute Abkürzung und die ganze Gruppe ist dann ins Gras schroffen gelandet. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Also ich war schließlich der verantwortliche Narrische dieser Studie und da hatten wir schon einiges Glück. Abseits der Forschungsergebnisse möchte ich Ihnen noch berichten, dass wir für beide Gruppen als Dank fürs Mitmachen je ein Bergwochenende mit zwei Hüttenübernachtungen spendiert haben und bei diesen beiden Wochenenden konnte ich auch dabei sein und das war extrem berührend für mich. Ich habe teilweise die Patienten kaum wiedererkannt. Sie haben anders ausgeschaut, sie haben anders kommuniziert, sie sind miteinander anders umgegangen. Und ich bin dann so fast mit jedem ein Stück gegangen und es war eine Freude zu erleben, wie befreit und offen diese Patienten gesprochen haben. Und ich treffe heute noch ab und zu Teilnehmer aus der Studie und manche sagen, es war die schönste Zeit in ihrem Leben, allerdings in einem Leben, das über lange Strecken wirklich alles andere als schön gewesen ist. Und diese Eindrücke, die ich da sammeln konnte, die haben mich eigentlich noch mehr für diesen Ansatz begeistert als die Forschungsergebnisse.
Was kann man für Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, in Zukunft möglicherweise beitragen? Zum Thema Gesundheitsförderung ist ein Verein wie der Alpenverein für Menschen, die im alpinen Raum in Bewegung kommen möchten, eine unschätzbar wertvolle Ressource. Ja, wenn man sich nur das reguläre Angebot des Alpenvereins anschaut, dann braucht es eigentlich nur noch Menschen, die Leute mit psychischen Erkrankungen motivieren. Ich habe dann oft in anderen Vorträgen schon gesagt, ein Hit wäre natürlich ein Angebot bei den alpinen Vereinen, wo es um die körperliche und psychische Gesundheit geht, um die Förderung und wo man gezielt auch Menschen hinvermitteln kann, die Probleme haben. Und ich habe dann öfters gesagt, das wird man wahrscheinlich nicht Bergwandern für Selbstmörder nennen, sondern, sondern wird eher sagen, körperliche und psychische Gesundheit oder Ähnliches. Ja. Aber ich denke, da wär sehr, sehr viel drinnen. Und unabhängig davon, ob wir da vielleicht einmal gemeinsam was zusammenbringen, halte ich den Alpenverein da für einen echten Schatz in dieser Richtung. In der betrieblichen Gesundheitsförderung sollte man auch die Bewegung in der Natur forcieren. Und ich habe dem Vorredner sehr aufmerksam zugehört. Im Gesundheitstourismus, da glaube ich, ist auch zu diesem Aspekt einiges drinnen. Da laufen auch im Bundesland Salzburg Projekte mit Überschriften wie alpine Gesundheitsregion etc. Darum freut es mich ganz besonders, dass die Projektleiterin, dass die heute auch an der Tagung teilnimmt, weil wir schon in Kontakt sind miteinander. Auch das ist möglicherweise ein sehr guter therapeutischer Ansatz, wenn man mal die Abgrenzung zum Thema Wellness geschafft hat und wenn jetzt Mediziner, Psychotherapeuten, Sportwissenschaftler mit dem Tourismus zusammenarbeiten. Also auch da wäre sehr, sehr viel drinnen. Und dann natürlich in der Therapie noch viel mehr zu berücksichtigen, auch bei relativ kurzen Krankenhausaufenthalten, die Patienten zu versuchen zu motivieren, hier mal einfach was auszuprobieren. In der Rehabilitation sind wir schon dabei, dass wir das immer mehr forcieren. Aber, wie der Herr Zellmann ganz richtig gesagt hat, es ist ein weiter Weg und letztlich ist es die Frage, wer dafür über einen längeren Zeitraum, über einen längeren Prozess, wie Sie gesagt haben, dafür zu begeistern ist. Ich denke mir, dass gerade Organisationen, die sehr viel mit Ehrenamt machen und auf freiwilliger Basis, hier wertvolle Ansprechpartner sein könnten. Ja, also ich hoffe, es war die Dosis zum Thema Suizid erträglich für Sie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen trotz des Themas nach der Diskussion guten Appetit.